Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, ich bin nicht geschminkt, aber ich werde mich gleich schminken und zwar mit euch zusammen. Ich habe nämlich was richtig Cooles zugeschickt bekommen und Leute, dass ich sowas zugeschickt bekomme. Okay, ich freue mich mega. Stimme ist ein bisschen, naja. Aber ich habe einen heißen Kaffee da und ich hoffe, die Stimme hält durch. An sich bin ich nicht erkältet oder so, einfach nur ein bisschen müde, ne? Weil ich bin ja jetzt Mutter und das ist so stressig. Genau. Benefit. Was? Benefit schickt mir was zu, also dass ich das noch erleben darf, das ist der Wahnsinn, weil das ist eine richtig große Marke und ich bin eine kleine YouTuberin und ich habe mich riesig gefreut. Und was ich da alles bekommen habe, zeige ich euch. Und das kam alles in diesem Koffer hier, mega niedlich, der ist aus Pappe und da steht auch noch mein Name mit drauf, finde ich richtig cool. Und damit werde ich mich jetzt auf jeden Fall schminken. Wir packen es zusammen aus und ich glaube, eine Lidschattenpalette ist nicht mit dabei. Und da habe ich mir jetzt passend zu meinem Ohrring was ausgesucht und zur Jahreszeit. Und da werde ich mich mit der Palette hier schminken. Und ich habe auch noch selbst jede Menge Produkte von Benefit da. Deswegen... das wird ausreichen. Ja, schauen wir mal, was drin ist. Also, als erstes sieht das Ganze mal so aus. Und da habe ich den Primer Professional. Das ist ein Primer, der die Poren minimieren soll. Den habe ich auch selbst da. Ich habe da verschiedene von da. Kann ich euch auch mal noch zeigen. Ich habe hier zwei kleine davon, so Probegrößen aus diversen Boxen. Und dann auch noch den hier habe ich da. Und dann gibt es ja noch den rosanen. Den hatte ich auch da, aber den habe ich weitergegeben. Dann ist noch mit dabei, oh ja, richtig cool, Cabrow. Und zwar das hier, das ist für die Augenbrauen in der Farbe 4. Und das habe ich auch da, ist schon in Benutzung. Ich habe hier die Farbnummer 3. Das Ganze sieht so aus, finde ich auch echt cool. Ist schon fleißig in Benutzung. Und hier habe ich jetzt die Nummer 4. Können wir dann auch mal vergleichen, gucke ich mal. Ja, also ich habe halt die 3. Okay, aber doch könnte passen. Wir probieren es aus. Das ist das. Es geht weiter, ich greife rein. Ja, richtig cool. Der Concealer, und zwar habe ich mir den auch schon ein paar Mal angeschaut. Mich interessiert der, irgendwie die Verpackung ist mega süß. Wie so ein kleiner Stift sieht das aus. Cool. Und ich habe hier auch die Nummer 3, wie jetzt bei meinen Augenbrauenprodukten. Ich denke, das wird passen. Ja. Doch. Sehr gut ausgesucht, muss ich schon sagen. Cool. Das ist der Boing Cakeless Concealer. Cool. Testen wir auch. Es geht weiter. Ich greife immer weiter rein. Und zieh raus Brow Styler. Sieht so aus. Ist, glaube ich, neu. Farbnummer 3. Ich glaube, habe ich bei Emilia Woll im Video mal gesehen. Oder es war was anderes. Bin mir nicht mehr sicher. Und zwar sieht das so aus. Ein cooles Teil. Ist eine Kugel mit drin. Ich mache es mal auf. Okay. Das ist so ein Puder. Ja. Farbe, denke ich, passt mir. Und oben ein Stift. Ah, oh, cool. Mehrfach schon von mir aufgebraucht ist der Goofproof. Den liebe ich. Aber den habe ich jetzt nicht mit drin, aber den kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Der ist richtig gut. Habe ich, wie gesagt, mehrfach schon aufgebraucht. Dann, ja, cool. Oh ja, mega. Der Hoola in Mini.
Es gibt ja jetzt noch den Hoola Light. Ich weiß nicht, ob es noch einen gibt, aber richtig cool, mega süß, so klein. Ich habe den hier auch in meinem Chikaton. Und zwar ist das so eine Limited Edition gewesen, gibt es jedes Jahr mit 6 verschiedenen Produkten, also 5 und dann ein Pinsel. Und da ist auch der Hoola mit drin, ein paar Mal schon verwendet, aber ich muss sagen, ich greife nicht so oft zu der großen Palette und habe mir schon öfter überlegt, mir mal den Mini zuzulegen. Das hat dann auf dem Schminktisch einfach mehr Platz und ja, sehr cool, dass der jetzt hier mit drin ist. Mega, ja, richtig gut. Und dann habe ich noch in groß ein Blush mit dabei, und zwar den California, ja, Living the California Dream. Und wie viel Gramm sind denn hier drin? 5 Gramm, wow. Kommt auch mit Pinsel wieder, mit einem kleinen Spiegel auch, cool. Und innen drin super schön mit dem Gold. Das habe ich schon in anderen Videos gesehen, das ist ein Overspray, wenn ihr da einmal drin wart oder 2-3 Mal und dann ist das weg. Aber auch den habe ich mir schon mal zugelegt, und zwar in Mini. Ist das nicht süß? Cute! Ja, die Minis sind richtig toll. Vor allem ein Blush braucht man auch nicht so krass schnell auf, und deswegen finde ich es gut, wenn noch die Minis dabei sind. Genau. Es geht weiter. Die letzten 2 Produkte, dann ist das leer. Das werde ich mal hier hinten hinstellen. Und zwar haben wir hier noch, kenne ich gar nicht. Oder kenne ich den? Doch, kenne ich. Precisely My Brow Pencil. Cool. Ich finde die Verpackung so schön. Und dass hier auch immer noch so ein Vorher-Nachher-Bild drauf ist, finde ich auch cool. 12 Stunden waterproof. Okay, also kann man auch mit schwimmen gehen. Cool. Nee, aber in der Form kenne ich den jetzt, glaube ich, noch nicht. Auch die Farbe 3, Verpackung. Super schön, also mir sagt das unheimlich zu. Hier ist der Stift, das ist so eine dünne Mine. Ja, kann man präzise mitarbeiten. Und dann ist hinten noch, soweit ich mich erinnern kann, genau, der Spoolie mit dran. Genau, ich habe jetzt eigentlich relativ dichte Augenbrauen, aber es könnte besser sein. Aber ich bin damit nicht unzufrieden. Früher habe ich mir die Augenbrauen gar nicht geschminkt. Jetzt kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich schminke mir immer die Augenbrauen. Wenn ich für nichts Zeit habe, dann Augenbrauen und Wimperntusche. Ansonsten geht gar nichts. Und dann habe ich hier noch, ja, genau, eine Mascara. Und zwar der Real. Und ich glaube, die habe ich auch schon mal in Mini probiert. Ich glaube, ja. Sieht so aus. Nein, was hatte ich? Die Roller Lash hatte ich in Mini. Oh ja, Gummibürstchen. Finde ich schön. Testen wir. Und was ich auch noch hier habe, ist unter anderem die Bad Girl Bang Mascara. Die habe ich schon mal in klein ausprobiert. Und dann habe ich noch hier den, ich glaube, den gibt es aber gar nicht mehr. Bin mir nicht sicher. Dute Hoola. Das war so eine Probe, oder es ist eine Probe von dem Liquid Bronzer. Und dann habe ich hier noch, Moment, das war hier auch mit dabei. Hätte ich fast ein Produkt unterschlagen. Noch eins? Nein. Und zwar ist das der Gimme Brow, und den liebe ich, habe ich schon mehrfach aufgebraucht, Farbe 3. Das ist hier so eine kleine Größe, super schön, und den habe ich hier auch in groß da. Groß, klein. ja, den finde ich einfach super. Das ist so ein Bürstchen, und ich finde, das hat halt die richtige Größe. Das ist nicht zu groß, das ist nicht zu klein, und wenn es wirklich mal schnell gehen muss, reicht auch nur das. Ja, ihr seht, ich habe die meisten Produkte schon da, weil ich die toll finde. Ich habe auch hier, wo ist das denn noch? Einmal schon aufgebraucht sogar, den Highbrow. Das ist einfach so ein
heller Stift, um unter der Augenbraue zu highlighten. Ich benutze es aber auch manchmal einfach als Base und ja, sieht so aus. So hellrosa. Und dann habe ich noch ein Primer für die Augenbrauen. Den habe ich schon mal aufgebraucht und den habe ich jetzt wieder da, aber aktuell nicht in Verwendung. Aber ja, ich hatte den, glaube ich, irgendwann mal in einer Box und habe ihn jetzt einfach mal noch aufbewahrt. Dann habe ich noch, ich zeige es euch einfach der Vollständigkeit halber, weil ich mich ja auch gleich fertig mache, den Brow Sinks. Und das ist so ein, wie ihr sehen könnt, ich habe hier schon Hit the Pan. Das ist so ein Wachs und dann noch ein Puder für die Augenbrauen. Benutze ich wahnsinnig gerne, wie man sieht. Und das hält auch den ganzen Tag. Dann habe ich noch einen Lippenstift. In einer Probegröße The Real Double the Lip und zwar in Pink. In so einem krassen Pink, das werde ich jetzt wahrscheinlich heute nicht verwenden, weil ich will etwas festlicheres schminken, jetzt eher was für die Jahreszeit und das Pink ist für mich eher was für in den Sommer. Genau, weil ich will mich ja mit der Palette dann noch schminken, einfach der Vollständigkeit halber und die restlichen Produkte ausprobieren. Ja, was habe ich hier noch in meinem Cheekarton? Dandelion. Coralista, Dallas und den Rockateur. Und den Rockateur mag ich auch, das sieht man, der ist schon gut benutzt. Den Dandelion finde ich auch richtig gut. Was ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht benutzt habe, ist Dallas und nicht so häufig Coralista. Das sind die beiden. Ja, genau. So viel zu den Produkten und ich würde sagen, wir legen jetzt los und wenn euch das jetzt schon gereicht hat, dann, wenn ihr nur die Produkte sehen wollt, dann ist das auch in Ordnung. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt noch schminken. Das heißt, das Video wird etwas länger. Holt euch vielleicht einen Kaffee, ein paar Plätzchen. Ja, und dann geht's los. Zuerst mal werde ich einen Primer benutzen und da nehme ich natürlich den hier, The Professional Pore Primer. Was steht denn hier hinten drauf? Ja. Mit den Fingern auftragen. Man kann ihn alleine tragen oder unter dem Make-up als Primer. Oder über dem Make-up. Okay, das ist interessant. Aber ich werde es als Primer benutzen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu speziell gerade, weil ich mich damit jetzt noch nicht auskenne. Das ist oil-free und translucent. Klar. Okay. Es geht los. Der Primer ist so ein bisschen braun eingefärbt, hat eigentlich keinen Geruch. Oh wow, aber fühlt sich sehr, sehr, sehr zart an. Oh mein Gott, der verschmilzt richtig mit der Haut, muss ich jetzt gerade mal sagen. Ich habe den, ich glaube, ich habe den noch nie ausprobiert. Obwohl ich auch zwei kleine Größen davon da habe, aber die sind beide noch verschlossen. Okay. Ein bisschen werde ich noch nehmen für die Stirn. Hier oben habe ich so ein bisschen vergrößerte Poren. Also minimal. Gefällt mir richtig gut, ging jetzt auch total schnell. Ja, finde ich nicht schlecht. Dann geht es weiter mit den Augenbrauen. Ja, jetzt habe ich natürlich die Qual der Wahl. Ich habe nur zwei Augenbrauen und habe hier jede Menge Augenbrauenprodukte. Ich werde vielleicht mit beiden Augenbrauen was probieren und zwar interessiert mich auf jeden Fall der hier, der Brow Styler ist das. Ich überlege jetzt gerade, ob ich den Primer noch nehmen soll, aber ich glaube, das wird alles zu viel. Ich denke, ich werde mich auf die vier Produkte hier beschränken und dann nehme ich als erstes das hier. Das interessiert mich am meisten, Brow Styler. Zuerst das Puder, zuerst der Stift. Steht da was dabei? In der Anleitung steht,
zuerst die Augenbrauen mit dem Puder ausfüllen und dann mit dem Stift außen entlang zeichnen und dann kämmen. Okay, dann machen wir das so. Ich habe hier unten wieder meinen Spiegel. Ich hoffe, ihr könnt das trotzdem gut erkennen. Ja. Ich gehe noch mal rein. Das Produkt ist natürlich hier unten im Deckel. Könnt ihr den Unterschied sehen? Krass. Gefällt mir. Finde ich gut. Und jetzt werde ich mit dem Stift, das ist so ein länglicher hier, werde ich dann da, wie beschrieben, außen rum gehen. Und ich hoffe, er bricht mir nicht ab. Ich habe immer ein bisschen Angst, aber ich streng mich an. Und ich halte den so ein bisschen schräg, dass ich nur hier mit der Spitze dann gut entlang zeichnen kann. Also ich bin jetzt hier kein Profi, ich bin kein Make-up-Artist oder irgendwas. Ja, mit dem Entlangzeichnen, ich habe trotzdem noch ein bisschen in der Mitte gemacht. Aber damit kann man echt krasse Augenbrauen machen, finde ich gut. Und das hat sich so gut wie gar nicht abgenutzt. Also das wird schon eine Weile halten. Ich drehe es mal ganz raus, dann seht ihr auch mal, wie viel Produkt hier drin ist. So viel. Und das wird schon ein bisschen reichen. Doch. Und jetzt werde ich das durchkämmen und ja, ihr merkt schon, ich bin Fan. Ich habe auch den Augenbrauenpinsel von Benefit. Die haben einfach für mich mit die besten Augenbrauenprodukte. Ja, ihr merkt schon, ich bin begeistert. Gefällt mir. Jetzt möchte ich aber noch den Gimme Brow noch drüber geben. Und hier habe ich ja auch die 3. Da nehme ich jetzt das Mini hier. Ist das das Mini? Weil ich hatte ja noch ein großes. Genau. Ich nehme da jetzt zuerst mal das Mini und dann ja, irgendwann werde ich mal mein großes anbrechen. Oh, das ist cool. Ist auch die Farbe 3. Ist etwas dunkler als der Brow Styler. Ist ein bisschen feucht. Aber finde ich gut. Also das habe ich auch schon mehrfach aufgebraucht. Dann werde ich jetzt benutzen den Carbrow in der 4. Hier habe ich noch die 3. Ich werde es vielleicht auch einfach mal vergleichen mit meinem Augenbrauenstift, aber hier ist noch ein kleiner Pinsel mit dabei, hier an der Kappe. Und wie ging das denn? Genau, den könnt ihr hier reinstecken und dann könnt ihr das hier auch so als Pinsel benutzen, falls ihr das noch nicht wusstet. Aber ich werde hier meinen Augenbrauenstift, Pinsel benutzen. Ich gehe da jetzt mal rein. Sehr schön cremig. Meins ist schon ein bisschen trocken, muss ich ehrlich sagen. Ich werde das mal vergleichen jetzt hier. Mhm, okay. Ja, meins ist Mist dagegen. Das habe ich schon lange. Aber es ist immer noch gut. Ja, gibt sich nicht viel. Oben ist die 4 und unten ist die 3. Ich werde jetzt aber die 4 benutzen, weil ich die ja auch geschickt bekommen habe. Okay. Also das hier habe ich ja mit der 3 gemacht, das hier ist die 4. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welche Farbnuance besser zu mir passt. Die 3 oder die 4? Ich bin hier gerade unschlüssig, aber es ist
Es ist nur ein Hauch, finde ich jedenfalls. Ist ja alles jetzt hier nur meine Meinung. Ja. Ich finde den Pinsel halt auch so gut. Da kann man immer so hin und her schwenken. Aber das haben ja die meisten. Aber ich mag halt auch den Griff. Der ist so, ja, ein bisschen gewellt. Kann man gut halten. Ich mag den Pinsel. Oh, wie schnell das geht. Und es sieht schon, ich sehe schon aus wie ein anderer Mensch mit Augenbrauen gemacht. Das macht so viel aus. Das ist auch häufig, wenn ich Frauen sehe und denke mir, nur die Augenbrauen machen. Siehst du schon wie geschminkt aus. Aber ist jedem selbst überlassen. Man muss sich auch nicht schminken, wenn man das nicht möchte. Das war's schon. Ich wäre jetzt schon damit fertig. Und dann habe ich noch hier den Precisely My Brow Pencil. Das ist dieser ganz, ganz kleine. Und da werde ich mir jetzt noch hier vorne, ich hoffe, ihr konntet das jetzt auch gut erkennen, aber wenn ich jetzt noch näher rangehe, ich probiere es. Ich habe den auch wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig rausgedreht. Und der hat jetzt halt auch die Farbe 3. Ist ein Tick wärmer. Seht ihr das? Mit Sicherheit. Das ist so, das hat so einen wärmeren Unterton als das hier. Ich würde sogar fast sagen, dass mir die 4 besser gefällt. Bin mir aber nicht sicher. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und jetzt benutze ich einfach noch den Spoolie mit da hinten. Der ist schön. Der ist total weich. Der ist schon gut hier. Die Augenbrauen sind jetzt gemacht und dann würde ich vorschlagen, dass ich jetzt das Augen-Make-up mache. Und da mache ich aber nur was ganz Schnelles, weil das Video ist sowieso schon total lang. Und aber ich wollte mich noch mit euch schminken. Ich überlege, ob ich nach dem Video hier nochmal ein separates Video mache, wo ich nur die Produkte zeige und swatche. Einfach für diejenigen, denen das jetzt zu lang ist, aber viele möchten auch mal wieder ein Schminkvideo sehen und deswegen dachte ich, das ist eine gute Möglichkeit. Und ich werde mich jetzt schminken. Pinsel, Leute, immer nicht sauber. Aber ich möchte eine Base benutzen. Ich habe letztens ein Video aber gesehen, dass man lieber kein Concealer als Augenbase benutzen soll, weil ein Primer für die Augen, also eine Base für die Augenlider, dafür dient, dass die Augenlider nicht so stark nachölen, weil die super ölig sind. Und ein Concealer soll, das Video war auf Englisch, hydraten. Feuchtigkeit spenden, genau. Und ja, das widerspricht sich ja auch dann total. Also ich kann das verstehen, wieso das dann nicht so optimal ist, wenn ich jetzt einen Concealer aufs Augenlid gebe. Deswegen mache ich es auch nicht. Genau. Dann werde ich jetzt, wo ich nicht weiß, ob es besser ist, aber davon war nicht die Rede, einen matten Lidschatten benutzen als Base. Das mache ich immer, ja, wie man es sehen kann. Mit so einem kleinen Schwamm mache ich das. Und ich muss sagen, damit hält mein Make-up auch wirklich lange. Und da ich das aufbrauchen möchte, dass mir das nicht kaputt geht, nehme ich das jetzt in letzter Zeit immer. Und das klappt ganz gut. Auch vom Farbton her gefällt es mir. Und darauf kann man aufbauen. Das Ganze möchte ich jetzt setten, und zwar mit diesem Ton hier. Das ist die Too Faced Gingerbread Spice Palette. Das ist nicht diese neue, die Extra Spice, sondern die etwas ältere. Die neue habe ich mir nicht gekauft, weil ich habe so viele Paletten da und die habe ich jetzt auch noch nicht super häufig benutzt, deswegen nein. Okay, ich nehme hier einfach so einen großen Pinsel von Evelyn. Okay, schon etwas hell der Ton, aber
schauen wir mal. Ja, und für alle, die jetzt wieder hier meckern, macht ja doch mal die Augenbrauen als Zupfen und was weiß ich. Ich mag es lieber natürlicher. Ja, hier sind so ein paar kleine Härchen, aber mich persönlich stört das nicht. Wenn es mich stört, dann mache ich mir das ab. Ich habe auch eine Pinzette da, das mache ich auch hin und wieder. Ja, ich werde es vielleicht noch machen, aber mich stört das nicht. Das sind meine Augenbrauen und ja, was soll das denn? Und nein, ich habe hier kein Schnurrbart, ich habe hier eine blaue Ader, die geht von hier unten bis hier rüber, bis hier hin. Und das sieht aus wie ein Schnurrbart. Dass ihr Bescheid wisst, weil ich habe keinen Bock, das wieder unter dem Video 100.000 Mal zu lesen, weil das einfach nur nervt. Guckt auf euch. So, hier geht's um Schminken. Und nicht um meine blaue Ader oder ob jetzt hier ein Augenbrauenhärchen raussteht. Genau. Mir persönlich ist das nicht so wichtig und deswegen, ja, wenn euch das stört, dann seid ihr hier falsch. Ich werde in die Lidfalte. Ich überlege, ich hätte ja irgendwie Bock auf den krassen Pinkton, aber ich wollte ja was Dezenteres machen. Ich bin einfach nicht so der Typ für das Dezentere. Nein, ich nehme das Pink, Leute. Was soll ich sagen? Ich nehme jetzt das Pink. Kommt gut Farbe ab. Und oh, lange nicht verwendet die Palette. Krass. Ja. Läuft. Ist auf jeden Fall nicht schlecht pigmentiert. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es die Palette noch gibt. Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Jetzt benutze ich den lila Ton hier. Die haben auch Namen, aber das ist so... Figgy Pudding ist das jetzt. Die Namen sind immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Also nicht alle, aber viele. Okay. Ja, doch. Gefällt mir. Dann werde ich mal verblenden mit dem Ton hier. Und zwar ist das Looky at my cookie. Was ist denn damit wohl gemeint? Ich weiß es nicht. Ja, und jetzt nehme ich für aufs gesamte Lid den hier. Spiked Eggnog. Was trinkt ihr am liebsten? Auf dem Weihnachtsmarkt. Glühwein, Punsch oder hier, wie heißt's? Heißt das Eierpunsch? Ich habe das bei uns auf dem Weihnachtsmarkt auch gar nicht gesehen. Ich war jetzt mit meinem Mann in Bad Wimpfen auf dem altdeutschen Weihnachtsmarkt und da fahren wir jedes Jahr hin und da habe ich das gesehen und da gab es auch Glühwein mit Kirsch, dann Bratapfel, das habe ich getrunken, dann was gab es denn noch, super viele Sorten und ja, aber dieses Eierpunsch, nee, ich weiß ja nicht, ist nicht ganz so meins. Wenn ich das schon sehe, wie das schon aussieht, reizt mich nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr immer so trinkt auf dem Weihnachtsmarkt. Vielleicht ist was dabei, was ich noch gar nicht kenne. Das wäre auch cool. Ja, ich werde jetzt einfach nochmal mit dem Pinsel ohne irgendwas nochmal so ein bisschen drüber gehen. Ja. Dann wäre ich damit eigentlich schon zufrieden. Unterm Auge mache ich natürlich noch was, aber erst, wenn ich Concealer drauf habe. Das ist jetzt erstmal der Look. Ich werde mir dann natürlich auch noch einen Eyeliner auftragen, aber ich habe ja noch das hier. Ja, das habe ich jetzt nicht zugeschickt bekommen. Aber es ist auch von Benefit, deswegen werde ich es jetzt auch mal benutzen, der Highbrow.
Und den gebe ich mir einfach hier so ein bisschen unter die Augenbraue und dann mache ich das immer so mit dem Finger. Verstreiche das ein bisschen, einfach um das ein bisschen zu highlighten, um die Augenbraue ein bisschen zu liften. Genau. Und dann bin ich damit schon durch. Ja, jetzt kommen wir zum Concealer. Ich mache das ja immer vor der Foundation. Ja, mache ich halt einfach so. Nummer 3. Hier ist er jetzt schon angetrocknet. Dürfte mir gut passen auf jeden Fall. Dunkelt etwas nach. Ich mache es nochmal daneben. Ja, hier könnt ihr es sehen, aber es ist nicht unheimlich viel. Ja. Und dann arbeite ich mir das hier so ein. Finde ich gut, gefällt mir. Lässt sich einfach verteilen, trocknet nicht zu schnell an. Das ist hier jetzt einfach nur so ein Schwamm von Evelyn und ich benutze den immer trocken. Feuchtet ihr eure Schwämme immer an oder benutzt ihr die auch trocken? Würde mich auch mal interessieren, wie ihr das macht. Oder bei dem einen so, bei dem anderen so. Ich habe hier auch ein paar Schwämme, die feuchte ich an, aber den hier benutze ich immer trocken. Irgendwie komme ich dann damit besser zurecht und auch besser in den Innenwinkel. Ja, ging super einfach. Hat eigentlich ganz gut abgedeckt, hat auch ein bisschen ausgeglichen. Gefällt mir. Dann werde ich jetzt eine Foundation auftragen. Da benutze ich aktuell gerade eine Probe und zwar hier von Bare Minerals, die Complexion Rescue. Und ich überlege immer noch die ganze Zeit, ob ich noch ein Video machen soll. Oh, wow, okay. Kam mir jetzt gestern gar nicht so dunkel vor. Ob ich noch ein Video machen soll, wo ich nur die Produkte zeige und swatche. Aber ich glaube, das mache ich, weil das wird hier echt lang. Und ich weiß, dass viele das wahrscheinlich nicht so gucken. Aber ich mag lieber längere Videos. Wie sieht es bei euch aus? Lieber längere Videos, lieber kürzere Videos? Ja, wenn ich halt was zeige und mich dabei schminke. Das geht nicht, also bei mir geht das nicht in 10 Minuten. Also die, muss ich sagen, finde ich echt gut. Lässt sich gut verteilen, schnell einarbeiten, hat so einen schönen Glow. Dann puder ich jetzt noch schnell ab, hier mit meinem Puder von Physicians Formula. Das ja, hat schon dickes Hit the Pan. Das habe ich auch neu gepresst, weil das hatte so eine Mosaikform ein bisschen und dann war die Mitte schon weg und nur noch außen und dann hat man entweder nur was total Helles erwischt oder so dunkel und deswegen habe ich mir das alles gemischt und jetzt passt es wieder besser. Concealer finde ich gut, doch. Gefällt mir. Und dann werde ich jetzt noch Blush benutzen, natürlich den California mit der Frau mit der schönen Sonnenbrille. Und da benutze ich diesen Pinsel hier, den habe ich zugeschickt bekommen. Das ist ein japanischer Pinsel vom lieben Christian. Ich gehe ein bisschen rein. Ich nehme jetzt hier das kleine, was ich schon angefangen habe. Oh ja, schön. Das ist schön. Nicht so knallig. Ich habe es, als ich es mir gekauft habe, ein paar Mal verwendet, aber jetzt in letzter Zeit nicht mehr.
weil ich eins aufbrauchen wollte. Und das war so ähnlich von der Farbe her. Deswegen immer wieder ein Erlebnis, wenn man die Sachen aus dem Schrank wieder rauskramt und dann wieder benutzt. Ja, vielleicht nicht so optimal zum Augen-Make-up, aber mir gefällt's. Mit Eyeliner, Wimperntusche ist das sowieso nochmal anders. Finde ich richtig schön. Ja, und zwar habe ich hier von Becca den Moonstone. Den möchte ich gerade auch aufbrauchen. Ja, so sieht das schon aus. Und den werde ich mir jetzt drauf machen. Schnell. Weil darum soll es jetzt eigentlich auch gar nicht gehen. Und dann möchte ich natürlich den süßen Mini hier benutzen. Und ich gucke mal, ob ich mit meinem Pinsel hier reinkomme. Ja, der Pinsel ist auch von Benefit. Den habe ich mir schon vor ein paar Jahren mal gegönnt. Ich finde den mega schön. Das ist so ein richtig großer, schöner, fluffiger. Und damit kann man total gut Bronzer auftragen. Ja, weil der so schön fluffig ist. Ich hoffe, ich komme damit rein. Ja, doch, geht aber. Man kann das Hoola immer noch gut erkennen. Ist nicht so viel Produkt abgegangen. Schön. Werde ich auf jeden Fall auf meinem Schminktisch jetzt lassen, weil der gefällt mir richtig gut. Und jetzt mache ich mir noch einen Eyeliner. Das mache ich off camera. Und dann benutzen wir noch die Mascara. So, dann geht's weiter. Lidstrich habe ich mir gerade gezogen. Werde ich jetzt hier an den unteren Wimpernkranz noch was geben. Und zwar den Ton hier. Das ist Bake It Till You Make It. Okay. Habt ihr schon Plätzchen gebacken? Ich nicht. Ja. Keine Zeit. Aber wir haben Plätzchen geschenkt bekommen. Ich habe jetzt noch einen anderen Ton hier gerade genommen, weil der war mir jetzt ein bisschen zu glitzerig. Und zwar Reindeer Paws. So ein dunkler. Und ja, am Montag backen wir Plätzchen. Und ich bin mal gespannt, was da für tolle Plätzchen dabei rauskommen. Ob sie die schön dekoriert, aber mit Sicherheit. Das macht sie nämlich wahnsinnig gerne. Und ja, freue ich mich drauf. Mascara. Wo ist sie? Genau. The Real. Was soll sie denn alles machen? Verlängern. Schöneren Schwung. Volumen. Und separieren. Okay. Intensives Schwarz. Verpackung mega schön. Wenn man immer dran riechen muss. ich komme ein bisschen näher. Okay, also eigentlich nehme ich immer vorab noch Setting Spray. Habe ich jetzt vergessen. Wie macht ihr das? Erst Mascara, dann Setting Spray oder andersrum? Weil ich habe immer den Eindruck, wenn ich dann Setting Spray benutze, nachdem ich die Mascara benutzt habe, dauert das noch länger, bis sie getrocknet ist. Und dann habe ich hier unten immer Mascara-Reste. Okay, heute mal so rum. Oha. Leute. Da merke ich erstmal, dass ich meine Mascara aussortieren muss, weil die nichts mehr ist. Da bürste ich mir einen Wolf jeden Morgen. Aber mir fällt nicht mal ein, zu denken, dass sie vielleicht leer ist. Sehr schön, ja. Hier könnt ihr sehen, also ich finde, die macht wirklich einen tollen Schwung. Die verlängert. Die trennt schön. Und die macht ein bisschen Volumen, ja. Ja, hält eigentlich, finde ich, was sie versprochen hat. Bei meinen Wimpern jetzt, ja. Ihr könnt es ja sehen.
das war's jetzt mit dem Video, mit dem Look. Es war was länger. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch Produkte von Benefit habt, was ihr gut findet, was ihr empfehlen könnt oder was ihr gerne mal ausprobieren würdet. Ja, ich finde, die Produkte haben wirklich sehr gut performt. Ich bin jetzt mit gar nichts unzufrieden gewesen. Und auch die Mascara hat echt richtig gut performt. Ihr könnt es sehen, also mir gefällt es echt enorm gut. Und was ich jetzt halt nicht getestet habe, aber den habe ich ja sowieso schon da gehabt, dieser pinke Lippenstift, das hätte überhaupt nicht dazu gepasst jetzt. Bin mir auch aktuell nicht sicher, ob der dazu passt, aber das ist ja auch Geschmackssache. Und ja, ich bin wirklich sehr zufrieden und freue mich, dass ich das zugeschickt bekommen habe, weil ich viele der Produkte halt auch schon öfter nachgekauft habe. Und die, die ich jetzt noch nicht kannte, wie den Concealer, wollte ich sowieso schon länger mal testen. Mascara auch echt cool und vor allem freue ich mich hier über den kleinen Hula, den ich schon länger im Auge gehabt habe. Und ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine tolle Weihnachtszeit und macht's gut. Tschüss!